Ich habe es ja letztes Mal, habe ich euch erzählt, dass ich aus Versehen, und jedermann kennt das, ich habe aus Versehen ein Wasserrohr angebohrt. Ich habe zu Hause, warum? Meine Freundin wollte einen Kronleuchter an die Decke haben, ihr könnt euch erinnern. Und ja, 400 Kilo schwer. Gerade auch gefragt, ob man das nicht kleben kann. Ja, kann man. 400 Kilo. Einfach 20 Rollen Tesafilm, dann hält es. Jetzt habe ich gebohrt. Und sie war die ganze Zeit, weil Frauen bleiben ja stehen und sagen immer, das ist nicht in der Mitte, das ist nicht in der Mitte. Und ich habe mich so auf das Meckern konzentriert, dass ich ein Loch in das Rohr gebohrt habe. Und es sprühte das Wasser raus. Und ich sage zu ihr, dreh ab, dreh ab. Was hat sie gemacht? Geht ins Wohnzimmer, macht Musik aus. Kann man, Gott, wird noch, nein, wird noch geiler. Ich habe erst überlegt, sage ich ihr das Wasser, bis ich ihr das erkläre. Ich also die Leiter runter, zack, in den Keller, muss der Haupthahn abdrehen. Welcher Haupthahn ist denn deiner? Wer kennt seinen Haupthahn? Keiner kennt seinen, steht da nicht Majos Haupthahn. Welcher Haupthahn ist deiner? Hab ich alle Haupthähne abgedreht, alle. Ruf ich oben an. Ich sag, und? Sie wat? Ich sag, es aus? Sie wat? Ich sag, das Wasser? Sie wo? Ich sag, eine Küche? Sie, keine Ahnung, bin im Bad, ich kann gucken gehen. Na, sage mal. Ich also alle Haupthähne abgedreht, eine Schraube reingeballert. Jetzt musst du ja Notdienst rufen. In Berlin überhaupt kein Problem. Wir hatten Samstagabend, Notdienst angerufen, war sofort da. Dienstag war er da. Notdienst auch kurz vor Feierabend. Und ich liebe Handwerker, wenn ich kurz vor Feierabend komme und richtig gute Laune. Richtig gute Laune. Kam er schon an. Oh, was denn? Hast du kaputt gemacht? Auch so Sätze, wo du da stehst, sagst, nee, hab ich kaputt gemacht? Da bin ich ja froh, dass du mir das sagst. Wusste ja nicht, dass es kaputt ist. Fragt er mich, was wolltest du machen? Ich sag, ich wollte den Kronleuchter an der Decke hängen. Er, echt, warum holst du keinen Fachmann? Meine Freundin, ich hab's ihm gleich gesagt. Ich denke, okay, ihr beide versteht euch. Warte. Ihr beide versteht euch, könnt ihr zusammenziehen. Ich sage, machst du Heile jetzt drauf? Heute nicht. Das ist das Geilste. Kommt gucken. Heute nicht, sagt er. Aber er kommt morgen. Ich werde erste Kunde. Könnte ich mich drauf verlassen. So, pass auf. Ich gehe schlafen. Nächsten Morgen, ich werde wach. War er schon da. Saß in der Küche mit meiner Freundin. Haben wir Frühstück. Beide zusammen. Er saß auf meinem Platz. Das lebe ich, ja. Er saß, und sie hat für ihn schön Rühreichen wollte haben. Rühreichen hat er gekriegt. Mit Kräuter de Provence wollte er sie haben. Rühreichen schön. Cappuccino. Mit Latte Art hat sie auch noch aus Milch auf dem Tannenbaum gebastelt. Verstehst du? Schön bin ich hin. Ich sag, und schmeckt dich. Ich sag, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. War frisch gepressten O-Saft mache ich dir den, wenn du brauchst. Sagst du, also ehrlich? Ich sag, natürlich. Ich sag, und wenn du dann fertig bist mit Frühstück, musst du nicht gleich loslegen mit der Arbeit. Nicht, dass es auf der Pumpe geht. Das wollen wir nicht. Weißt du, hier ist ein schönes Wohnzimmer. Ich hab so einen Massagesessel da. Kannst du schön reinsetzen, war? Guckst du noch ein bisschen RTL Now oder sowas, irgendwie Netflix? Oder, guck dir mich an, ehrlich? Ich sag, nein! Sag, mach das Rohr heile! Er geht ins Badezimmer, kloppt die halbe Decke weg. Ich dachte, er wollte eine Wendeltreppe zum Nachbarn bauen. Irre, sagt er, er muss großflächig freiräumen. Er muss eine neue Muffe setzen, aber er spachtelt nachher alles. Ich würde nichts mehr sehen. Ich fahre ins Studio, ich muss ja eine Sendung machen. Und Männer machen das ja, wir sind noch nicht ganz zu Hause, willst ja früher nach Hause. Wenn ein anderer Mann bei dir zu Hause irgendwas macht, willst du kontrollieren. Jeder Mann macht das. Ich kam nach Hause, komme in das Badezimmer, so eine Decke hast du noch nicht gesehen. Die Decke hast du, der muss früher Tropfsteinhöhlen gebaut haben. Alter, der hat die gespachtelt mit dem Schlüpper, anders geht das nicht. Gestrichen hat er denn mit der Klobürste, das sah so scheiße aus. Ich denke, bevor du ihm das sagst, wisst ihr was? Ich rufe seinen Chef an, ruf den an, so ein Berliner Unikat. Ich sag, mein Freund, komm vorbei, guck dir das selber an, musst du angucken. Ich sag, was soll ich dir erzählen? Kam er auch, so ein richtiger Berliner Meister. Gaswasser, so ein Dicker, kam er an. Noch keine Stufe gelaufen. Ich sag, du musst den dritten. Ach du Scheiße. Er steht bei mir im Badezimmer. Ich sag, komm mal rein. Ich sag, bei allem Respekt, Rohr ist dicht. Sind wir uns einig, sag ich. Aber die Decke, die kannst du so nicht lassen. Die sind so kacke. Komm mal rein. Guck mal nach oben. Siehst du das? Kann man so nicht lassen. Original passiert. Steht der vor mir und sagt, Mario. Du hast so eine hübsche Freundin, guck die an, wer guckt denn schon nach oben? Warte. Weg war er. Denke, warte mal ab. 2 Wochen später kam eine Rechnung. 16 Seiten. Hab geguckt, ob Frühstück mit drin stand, hat er weggelassen, war ich dankbar. Denk, überweis mal nur die Hälfte, mal gucken, was passiert. Keine 2 Stunden später ruft er an, sagt er, Mario, was ist los? Ich sag, was ist passiert? Sagt er, meine Kohle. Ich sag, ich hab überwiesen. Sagt er, aber nur die Hälfte. Ich sag, mein Freund, wie die Hälfte? Ich sag, auf Seite 8 stand unten eine Summe, die hat überwiesen. Sagt er, letzte Seite oben. Ich sag, du hast so eine hübsche Frau, wer guckt denn schon nach oben?
Ja, das können wir auch. Das ist einfach.